Ich hatte schon lange auf dem einen. Ich bin auf der Suche nach 100%. Wann ist es endlich? Ja, ich bin ziemlich. Ihr könnt ja schon, dass ich heute mit Telekom telefoniert mit diesen Wichsern. Und die haben mir erklärt, dass die mir einen Brief geschickt haben, den ich nie erhalten habe. Und in diesem Brief hat es geheißen, dass sie irgendwas durchgeführt haben. Testprüfung, irgendwas, keine Ahnung. Und haben irgendwie jetzt so einen Schwachsinn
Arbeit, dass sie 700, 800 Euro von mir wollen. Hä? Wofür? Dafür, dass ich euch jetzt seit 3 Monaten den Arsch aufreißen will, am liebsten, dass ihr mir das scheiß Internet gebt? What the hell? Ey, ich könnte so ausrasten. Ganz ehrlich, die haben wohl echt den Arsch offen. Ein Brief, den ich nie erhalten habe. Eine Frist, die abgelaufen sein soll. Ey, die haben doch den Arsch offen, Alter. Ich bin jetzt mittlerweile seit 5 Jahren oder seit 4 Jahren, 4 Jahre, 4 Jahre bin ich jetzt bei meinem aktuellen Anbieter. Ich bin jetzt seit 4 Jahren, ich bin seit 2014. Seit 2014 bin ich bei dem Anbieter, bei dem ich jetzt aktuell bin. Und ich habe nie Probleme mit dem Anbieter gehabt. Niemals. Klar, es gab hier mal eine Verzögerung da, hier und da, aber das ist immer bezahlt worden und ich habe nie einen Internetausfall gehabt. Ich habe sogar das Internet bezahlt in dem Zeitraum, in dem ich keinen Strom hatte, habe ich sogar das Internet bezahlt. Was zur Hölle geht bei diesen Wichsern vor, Alter? Ey, ohne Scheiß, die haben mich jetzt 2 Monate lang hingehalten. Seit November will ich jetzt dieses scheiß Glasfaser beantragen. Hab mich um alles gekümmert. War noch verwundert, als ich bei denen angerufen habe, weil es ursprünglich geheißen hat, irgendwas von 250 Euro, was die wollen von mir. Und jetzt hat es geheißen, ja, das stimmt überhaupt nicht. Die wollen überhaupt kein Geld mehr. Und das absolut geilste ist, als ich das erste Mal, ich habe ja vor 2-3 Monaten gesagt, dass ich mich bei Telekom gemeldet habe, dass ich das Glasfaser und so weiter will und dass alles funktioniert hat, ja, und dass es jetzt funktioniert, dass es jetzt kommen soll. Das Geilste, das habe ich euch bis heute verschwiegen, war, dass tatsächlich einer von den Mitarbeitern, mit denen ich da telefoniert habe, sich wortwörtlich mit den Worten verabschiedet hat. Grüße in die Schanze. Ey, ohne Fuck, ich könnte mich so aufregen, Alter. Was läuft denn bei denen falsch, Alter? Das ist sowas von für'n Arsch. Ich kapier's nicht. Ich verdiene mehrere tausend Euro im Monat. Mehr als die meisten, wenn sie zur Arbeit gehen. Und es müsste eigentlich ohne Probleme hinhauen, dass die mir das für Dinner geben. Ich glaube, es hackt. Oh, ich könnte ausrasten. 700 Euro wollen die im Vorfeld. Für eine Internetverbindung, die monatlich 100 Euro kostet. Wollen die 700 Euro? Wollen die 7 Monate im Voraus oder was? Oder 8 Monate? Das sind fast 800 Euro. 780 Euro oder sowas wollen die von mir. Ey, sag mal, haben die den Arsch offen, Alter? Und dann noch dazu, der ist nie erschienen. Der ist nie gekommen. Ich habe diesen Brief nie gesehen. Was zur Hölle ist falsch bei denen? Das ist keine Frechheit, das ist mehr als eine Frechheit. Das ist eine. Weiß nicht. Das ist einfach asozial, sowas. Was geht bei denen im Kopf vor? Was haben die für so komische. Ruf doch mal dort an und klär das mit denen. Das hab ich heute getan. Ich habe heute mit denen telefoniert. Und die haben mich dann tatsächlich in die Bonitätsabteilung geleitet. Der mir dann diesen Schwachsinn erzählt hat. Ich dreh mich noch mal um. Ey, die haben doch den Arsch offen, Alter. Aber ohne dich zu sehen, weiß ich keine Ästhetik. Ich werde dich schrecklich vermissen. Dein Foto küssen, dir geht beschissen, weil wir mehr als alle anderen von uns wissen. Wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester. Hast du es unterschrieben? Nein, es sollte ja erst ab dem 9. die Bereitstellung sein. Also diesen Monat, 9. Das Geilste ist, angeblich soll ich seit dem 14. diesen Brief bekommen haben. Und ich habe am 20. oder so noch mit dem telefoniert. Ich habe am 20. noch mit dem Typen telefoniert von Telekom. Der hat mich am 20. oder was angerufen, kurz vor Weihnachten, und hat gemeint, ja, es funktioniert jetzt bis zum 19. ist alles soweit fertig, passt, alles wird gemacht. Alter, ohne Scheiß, hätte ich da heute angerufen, hätte ich mich wieder ewig gewundert, Alter. Ich könnte so kotzen, Mann. Und das verfickte Glasfaser gibt es nur bei Telekom, weil die Wichser nicht in der Lage sind, es anderen Leuten anzugeben, dass ich das bei anderen Anbietern holen kann. Mich kotzt das so derbe an. Und ich darf jeden Tag, ich hab verdammte 20 Minuten in der Warteschleife gehängt,
Dann hat es geheißen, ja, ich muss einen Rückruf beantragen, die haben im Moment zu viel zu tun. Dann mache ich einen Rückruf, 20 Minuten später klingelt mein Telefon genau zweimal. Ich gehe hin, ja, wir haben sie verpasst, sie können jederzeit einen neuen Rückruf veranlassen. What the hell? Zweimal klingeln. Habt ihr den Arsch offen? Ich könnte so ausrasten. Mich regt sowas auf, Alter. Also, ihr könnt euch darauf einstellen, das mit dem Glasfaser wird vermutlich noch 700 Jahre dauern, weil ich habe keinen Bock, mich darüber zu ärgern, ganz ehrlich. Die können mich am Arsch lecken. Ich warte jetzt so lange, bis bei meinem aktuellen Anbieter das Glasfaser verfügbar wird. Alles andere geht mir am Arsch vorbei. Oder vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, dass eine bessere Verbindung hierher gelegt wird, was weiß ich. Auf jeden Fall die Schnauze voll. Kein Bock auf diesen Kindergarten. Was ist denn das für eine Scheiße? Und ich wette, ey, ich kriege auch in 2 Sekunden wieder eine Nachricht. Haben wir das noch vorher gesagt? Halt die Fresse, du möchte gern Amateur, YouTuber, im Internet irgendwas rumgehate, Kindergartenkind. Du hast in deinem Leben nichts anderes drauf, als nur anderen Leuten auf die Eier zu gehen, Alter. Chill. Wenn du mich chill sagst, dann werde ich gleich noch aggressiv, also lass es. Das ist, was mich am meisten aufregt, wenn Leute sagen, ja, chill mal. Ey, ohne Scheiß, ganz ehrlich. Wenn mich jemand berühren will, wenn ich aggressiv bin, dann werde ich nur noch aggressiver. Wenn ich was auf den Tod nicht ausstehen kann, dann ist es, wenn Leute mir sagen, was ich tun soll. Oh. Ey, ganz im Ernst, ey. Ohne Scheiß, was ist denn bei deiner verkehrt im System? Wo hängt es denn bei denen? Wo haben die ihren Dachschaden? Weißt du? Ich könnte mich aufregen. Ich habe überlegt, ob ich so eine Art Anzeigevideo gegen die Telekom, ganz ehrlich. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Also dann kann man kein E-Bier trinken. Würde mich Elektrizität, ja. Fluch hier vor. Ich habe mir die schlauesten letzten Worte. Max Schmidt, Dankeschön. Passt schon, aggressiv wie Sau. Daran wissen, dass ich bereit gewesen wäre, 250 Euro oder was vorzulegen. Ne? Damit wäre mehr als 2 Monate gesichert schon im Vorfeld als Sicherheit. Kein Thema. Von über 700 Euro. Den Arsch offen, der, wer hat denn 800 Euro?
einen schönen Abend noch. Ich kann mich aufregen, ey. Gott. Nein, ich habe keinerlei Interesse an irgendeinem. Game of Thrones. Kommt da irgendwann mal wieder was? Keine Ahnung. Ich verfolge das überhaupt nicht mehr. Was ist sauber? So steh ich hier alleine mit den Toten und wünsche, die Welt hätte gelernt. Frühling schickt mir eine zum Toten, dort zu hoffen, habe ich verlernt. Muss aber auch mal wieder nachfüllen. Thank you.
Der schaltet mir langsam auf.
Läuft der Stream wenigstens noch, oder ist der auch abgekackt? Ich dachte, dass der Ofen so brummt, Alter. Nämlich schon, ja. Eingestellt.
Wenn jetzt das Internet rum ist, dann los, Alter. Mach hin hier, du blöde Sau. Warum muss eigentlich sowas immer passieren? Mich kotzt das an, ey. Ist denn jeder Alter, selber kleine Schwänze in der Hose haben, müssen nicht immer andere auf die Eier gehen. Mir macht das nichts aus, weil ich mich